Alles klar. Rapid-Trainer Peter Schöttl, vorab herzliche Gratulation. Saisonziel erreicht, zweiter Platz. Jetzt geht es am 16. Mai noch gegen Wacker Innsbruck. Was dürfen sich die Rapid-Anhänger vor diesem letzten Spiel erwarten? Ja, die Rapid-Anhänger dürfen sich in der letzten Runde eine Mannschaft erwarten, die unbedingt vor heimischem Publikum noch einmal gewinnen will. Es ist uns im ersten Spiel gegen Innsbruck, im ersten Heimspiel nicht gelungen. Da hat es ein enges 0:0 gegeben. Für uns ist das morgen schon auch ein erster Test für die neue Saison. Das heißt, wir werden das eine oder andere auch probieren schon im Hinblick auf die kommende Saison. Wir hoffen natürlich, dass wir die Saison mit 3 Punkten ausklingen lassen können. Nach 35 Runden kann man getrost Bilanz ziehen über die gesamte Saison. Schwierige Umstände zu Beginn, dann unbesiegt im Hanapi-Stadion, in diesem Jahr dann eigentlich nur 2 Vereine den Vortritt lassen müssen, mit Innsbruck und Red Bull Salzburg ansonsten ungeschlagen blieben, trotzdem unter Anführungszeichen bitte nur Zweiter, tolle Platzierung, aber wie ist dein Resümee von diesem Jahr? Ja, es war ein sehr schwieriges Jahr aufgrund der Umstände, die es eben vor einem Jahr gegeben hat. Die Grundstimmung rund um diesen Verein ist sehr viel besser geworden in den letzten Monaten, ist aber immer noch leider Gottes nicht ganz so gut, wie ich es von Rapid immer gewohnt war. Es war sehr schwierig für die Spieler dieses Jahr. Wir haben die Mannschaft umgebaut, wir haben die Mannschaft verjüngt, wir haben sehr viele verdienstvolle Spieler durch Jüngere ersetzt, weil wir einfach der Meinung waren, dass ein Umbruch notwendig ist. Ein Umbruch benötigt leider Gottes halt auch Zeit. Das geht nicht alles von heute auf morgen. Wir haben ganz gute Phasen gehabt in dieser Meisterschaft. Wir haben natürlich auch etliche Schwächephasen gehabt, so wie es alle Vereine in dieser Liga gehabt haben. Dennoch denke ich, dass wir ziemlich am konstantesten das ganze Jahr bestritten haben. Leider Gottes haben wir, was auch die Statistiken belegen, glaube ich, die meisten Torschüsse der Liga zwar gehabt, die meisten Torschüsse abgegeben waren, aber da nicht effektiv genug. Und wenn ich mir jetzt den Abstand zu Salzburg anschaue, den wir schlussendlich haben, ist es so, dass wir zu Hause einfach zu wenig Punkte gemacht haben. Da waren zu viele Unentschieden dabei. Die Auswärtsbilanz ist so, dass es gut ist, da sind wir ziemlich gleich auf mit Salzburg, aber in den Heimspielen gab es zu viele Unentschieden, zu viele unnötige Unentschieden. Wenn ich denke an Spiele, wo wir in den Heimspielen geführt haben, wie gegen Sturm, gegen Mattersburg, gegen Wiener Neustadt, wo es dann nur ein Punkt geblieben ist. Unterm Strich ist der zweite Platz eine Leistung, auf die Spieler stolz sein können. Natürlich hätten wir gern die Meisterschaft geholt, aber wir haben im Frühjahr einfach die 2 direkten Duelle gegen Salzburg verloren, beide nach, wie soll ich es formulieren, etwas fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen. Nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass mit Salzburg die beste Mannschaft einfach auch Meister geworden ist. Wir die Einzigen waren, die sie bis zum Schluss fordern konnten, und hoffe natürlich, dass wir uns in unserer Entwicklung weiter bewegen in der kommenden Saison. Am Dienstag hat es eine mehrstündige Klausur gegeben mit allen Trainern, Kollegen, und wurde auch beschlossen, welche Verträge neben dem Helge Bayer nicht verlängert werden. Was willst du oder kannst du dazu sagen? Ja, wir werden uns von 4 Spielern des bestehenden Kaders trennen. Also das betrifft den Rage Sommer, den Jürgen Batuka, die ja das schon längere Zeit auch wissen, dass wir einfach auf der Position auch verjüngen werden und auch wollen. Und dann betrifft es den René Gartler und den Christian Donhofer, die wir heute informiert haben, dass wir nicht verlängern werden. Alle 4 haben Anteil daran, dass wir unser Saisonziel erreicht haben, dass wir Zweiter geworden sind, jeder auf seine Art und Weise. Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, weil auch alle 4 Spieler charakterlich schwer in Ordnung sind, aber ja, wir wollen eben etwas verändern. Wir haben unsere Gedanken auch für die kommende Saison, und deswegen werden diese Spieler eben den Verein verlassen, und
ja, ich möchte Ihnen auch auf dieser Stelle wirklich alles Gute für Ihre Zukunft wünschen. Last but not least, wenn welche gehen, kommen hoffentlich oder wahrscheinlich auch welche, ohne Namen zu verraten, was hast du da im Hinterkopf? Gibt es da Positionen, die besetzt werden müssen oder eine gewisse Anzahl von Spielern, die du nennen kannst oder willst? Naja, wir haben, wie gesagt, die vier genannten werden uns verlassen. Das heißt, es sollten auf alle Fälle 4, 5, 6 Spieler dazukommen, wobei da sicher der eine oder andere von der Amateurmannschaft hochgezogen wird, wobei es da auch sein kann, dass wir jemanden zurückholen, die wir verliehen haben. Und ich schätze auf alle Fälle, dass 2 Spieler kommen, die, ja, die von ganz woanders kommen, wo wir jetzt noch ganz genau uns das überlegen, wen wir holen werden. An und für sich gibt es in jeder Position noch Verbesserungspotenzial für uns und deswegen wird auch auf allen Positionen jemand noch in den Kader kommen. Vielen Dank und erfolgreiches Match gegen Innsbruck. Thank you.